In Japan gibt man kein Trinkgeld, weil das eine Beleidigung ist. Das behaupten immer noch viele Leute und es gibt auch Medien, die über sowas berichten. Aber das stimmt weiterhin nicht. Kurz gefasst ist es so, dass das Konzept vom Trinkgeld in Japan sehr wenig oder gar nicht existiert und dass deswegen auch Leute nicht wissen, was sie mit dem Trinkgeld machen müssen. Und es gibt auch Leute, die dann behaupten, ja, jeder will Geld haben. Warum sollten sie kein Geld annehmen wollen? Das muss irgendwie einen Grund haben, also weil das bestimmt eine Beleidigung ist. Denn es ist ja in Japan selbstverständlich, dass man so höflich ist und freundlich die Gäste empfängt. Also, wer kein Geld annehmen möchte, das hat einen Grund. Das ist eine Beleidigung. Dann verstehe ich das irgendwie sowas. Viele Leute versuchen auch dann irgendeine Begründung zu erfinden, um sich dann zu überzeugen, dass da überhaupt ein Grund ist. Aber es ist einfach nicht so. Klar, der Service, also die Gastfreundschaft, gehört zwar dazu. Es ist schon wahr, dass das Prinzip, der Gast ist König, existiert. Es ist nicht so, dass man mit dem Geld Leute beleidigt. Die wären eher verzweifelt. Vor allem, wenn man dann versucht, Teilzeitarbeiter mit Geld zu honorieren, sind sie eher verzweifelt, wissen sie nicht, wie sie sich verhalten sollen. Allerdings gibt es auch Branchen, so wie zum Beispiel Hostessenclub oder Bars oder sowas, bei dem Trinkgeld auch willkommen ist. Oft sieht man das auch, wenn Trinkgeld erwünscht ist in so einem Laden, weil da findet man zum Beispiel so ein Trinkgeldgefäß am Eingang. Ansonsten, wie gesagt, im Hostessenclub oder Hostclub ist es einfach üblich, dass man auch dann zusätzlich honoriert. Aber das ist einfach eine sehr spezielle Branche, nicht allgemeingültig. So, grundsätzlich finde ich auch ein bisschen seltsam, wenn Leute erst dann freundlich werden, wenn sie Trinkgeld gesehen haben oder wenn sie mit viel Trinkgeld honoriert wurden. Erst dann werden sie dann freundlich und fangen an zu lächeln. Ich meine, es sollte eigentlich andersrum gehen. Man ist freundlich und deswegen wird man gut honoriert. So rum. Und nicht sagen, ja, ich bin ganz normal, aber trotzdem erwarte ich 20% Trinkgeld. Okay, das ist zum Glück nicht in Deutschland der Fall mit 20% und mehr, aber in bestimmten Ländern ist es leider so. In Japan heiraten immer weniger Leute und die Geburtenrate sinken. Deswegen gehen die Eltern zum Speed-Dating, um ihre Kinder zu verkuppeln. Nein, in der Regel passiert sowas selten oder eher auch gar nicht. Es gibt zwar vereinzelt solche Veranstaltungen, bei den Eltern versuchen, mit Hilfe von Agenturen richtige Kandidaten für ihre Kinder zu finden. Auch das ist ein Einzelfall und nicht allgemeingültig. Allerdings stimmt das mit der Geburtenrate und es wird auch erstmal nicht besser werden. Einfach japanisch. Japaner essen Hunde, Katzen und Fledermäuse. Nein, das trifft immer noch nicht zu, auch wenn Leute hartnäckig behaupten, dass das wahr ist. Also, heute erzähle ich mal was über die gängigen Vorurteile gegenüber Japaner, die ich im Alltag höre. Also, bei gewissen Vorurteilen gibt es immer Leute, die dann sagen, ja, aber ich habe gesehen, aber ich habe gehört von so und so. Vor allem ist das auch ein Paradebeispiel, zum Beispiel mit dem Automaten der angeblich gebrauchten Unterwäsche. Das findet man eigentlich nur in, ja, Rotlichtviertel oder auch in bestimmten Shops speziell für solche Produkte. Weiß man auch nicht, also wir reden auch nicht darüber, ob das wirklich gebraucht ist oder nicht. Aber man muss schon wirklich spezifisch danach suchen, um sowas zu finden. Und Leute, die sagen, aber ich habe so einen Automat da und da gesehen, sind auch meistens Leute, die solche Läden besucht haben und speziell danach gesucht haben. Wer sucht, der findet. Aber würde man zum Beispiel 1000 Japaner fragen, gibt es vielleicht ein, zwei Leute, die davon wissen. Ich mag es einfach nicht, wenn Leute einfach sagen, das gibt es in Japan überall. Früher hörte ich auch immer wieder was vom Sauerstoffautomaten in Japan, weil die Luft einfach so dreckig ist. Es gibt natürlich immer Fälle, mit denen man solche Vorurteile bestätigen kann, aber es ist nicht allgemein und in den meisten Fällen ist das ein Einzelfall. Ich meine, es gibt ja auch in jedem Land jemand, der sich seltsam benimmt oder im Ausland wegen auffälliger Aktivitäten zum Beispiel verurteilt, verhaftet wird. Da sagt man ja auch nicht, dass das gesamte Land sich so verhält oder dass es normal ist, so und so zu sein. Man sollte einfach generell nicht verallgemeinern,
nur weil man von Person A irgendwas gehört hat. Und so werde ich dann hier ein bisschen weiter erzählen über die gängigen Vorurteile. Also wer Lust hat, kann auch gerne einen Daumen hoch und ein Abo hinterlassen. Manga und Anime sind überhaupt nicht beliebt in Japan. In Wirklichkeit werden sie verhasst in der Öffentlichkeit. Sowas höre ich auch dann tatsächlich hin und wieder mal von Manga-Anime-Gegnern oder Leuten, die Manga-Anime-Fans dann erstmal abbremsen wollen und sagen, hey, Entschuldigung, ihr seid Manga-Fan, Anime-Fans, aber das ist nur so ein Nischenmarkt in Japan. In Japan mag das niemand, also komm mal das mal runter. Aber das stimmt auch nicht ganz. Also sehr vieles in Japan wird auch zum Beispiel Manga erklärt. Es gibt auch dann so tatsächlich Steuererklärungserklärung mit Manga. Und zu sämtlichen Themen gibt es halt eine Erklärung, sei es Selbstfindung oder psychologische Tipps oder bestimmte Hobby-Start-Einleitungen und. Also wahrscheinlich zu jedem Thema findet man irgendeinen Manga. Und wenn das ein Nischenmarkt wäre, würde es auch nicht dazu kommen, dass zum Beispiel der Film vom Manga Demon Slayer, also die Anime-Adaption, dass dieser Film überhaupt den Kassenrekord dann erstellt, den höchsten Wert der japanischen Filmgeschichte. Sowas kann man nicht als Nischenmarkt bezeichnen, definitiv nicht. Und es ist außerdem immer noch beliebt und es gibt auch in sehr vielen Bereichen Kollaborationen mit Manga oder Anime. Sei es Süßigkeiten oder Cafés, vieles mehr. Sowas wird auch in der Regel gefeiert, aber ich denke mal, die Leute, die sowas behaupten, haben auch kein gutes Image über Manga oder Anime. So nach dem Motto, das sei alles meistens Schweinkram, es geht eigentlich immer nur um Gewalt oder sexuelle Handlungen. Vor allem dann auch mit Monstern oder Tentakel und so. Aber das ist eher ein Nischenmarkt. Also diese seltsamen Anime, die zu Beginn, überhaupt noch vor dem Boom, vor zig Jahren in Deutschland gezeigt oder verkauft wurden, das sorgte für das erste Image vom Anime. Anime ist gleich Schweinkram. Kann auch sein, dass das noch im Kopf bleibt bei einigen Leuten. Aber genau das ist ein Nischenmarkt in Japan. Ja, klar, so da ist die Industrie natürlich groß, weil überall verkauft sich sowas gut, wenn es um spezielle Ü18-Thema geht. Aber das sieht man auch nicht so in der Öffentlichkeit. Einfach Japanisch. Man darf in der Öffentlichkeit nicht die Nase putzen, weil alle Japaner ziehen die Nase hoch und putzen nie die Nase und Nase putzen ist einfach unhöflich. Stimmt auch nicht ganz, man darf auch problemfrei die Nase putzen, aber halt nicht so laut und nicht ins Gesicht gegenüber jemanden oder auch nicht beim Essen zum Beispiel. Das gehört sich nicht so und es ist auch nicht so gern gesehen, wenn jemand ständig die Nase hochzieht. Es ist einfach besser, einmal die Nase zu putzen, als ständig wirklich, wirklich immer wieder laut die Nase hochzuziehen. Und also das ständige Nase hochziehen wird auch als unschön empfunden. Kann ich auch verstehen, also ich finde es auch nicht cool. Und ich würde mich auch freuen, wenn Leute eher die Nase putzen, als immer wieder zu machen. Also wenn ihr nach Japan fliegen solltet, müsst ihr euch auch natürlich nicht an diese Regeln halten. Die Regeln, die nicht existieren. Putzt gerne die Nase. Was ich auch immer wieder höre, ist, dass japanische Ärzte alle ohne Ausnahme Deutsch können. Weil sehr viele Begriffe sind deutsch und die Ärzte müssen auch Deutsch sprechen können. Das stimmt nur bedingt. Also einige Begriffe sind weiterhin deutsch und werden auch im Alltag benutzt, wie Kranke, Kuranke für Patient oder man sagt auch zum Beispiel Stesuru, also Ste machen, Ste machen, kommt vom Sterben. Sterben machen, also ich weiß auch nicht, wie das abgekürzt wurde, aber Abkürzung ist ja in Gang und Gäbe in Japan und kam dann dieses neue Verb. Aber es heißt noch lange nicht, dass die Ärzte auch dann Deutsch sprechen können. Die meisten lernen kein Deutsch. Also die älteren Ärzte haben zum Teil schon mal Deutsch gelernt, also ein bisschen mehr als die Ärzte von heute und können etwas Deutsch sprechen. Nur die wenigsten können fließen. Oder sie können zwar einigermaßen fließend sprechen, aber nur wenn es darum geht, etwas über ihr Fachgebiet zu erzählen. Also Medizin. Zu ihrem Thema können sie dann problemfrei reden, irgendwelche Vorträge halten, aber wenn es dann ums Alltagsgespräch geht, dann hört's auf.
sind nicht mal in der Lage, zum Beispiel noch ein Bier zu bestellen. So ist es eben. Also in der Regel kann man sagen, die meisten Ärzte können kein Deutsch sprechen. Einfach Japanisch. Man darf das Stäbchen nicht in den Reis so senkrecht reinstechen. Oder man darf das Essen nicht von Stäbchen zu Stäbchen anderer Person überreichen. Das stimmt, weil das man nur auf einer Beerdigung macht. Nach der Einäscherung werden Knochen von Stäbchen zu Stäbchen überreicht und dann in die Urne getan. Und im Reis werden die Stäbchen auch hineingesteckt als Opfergabe. Das sind so die typisch traditionellen Handlungen, die man bei einer Beerdigung macht, was eigentlich auch mit einem Wortspiel zu tun hat. Denn das Überreichen mit Stäbchen heißt dann Ashiwatashi, also Stäbchenüberreichung. Und es gibt ein homonymes, also gleichklingendes Wort mit anderen Kanji-Zeichen, Hashiwatashi, der Brückenschlag oder die Vermittlung. Also damit wird die Brücke zwischen der irdischen Welt und der Welt der Verstorbenen geschlagen, damit die verstorbene Person problemfrei und in Frieden in die andere Seite gehen können. Und das ist die Grundlage, beziehungsweise der Grund dafür, warum man das nicht machen sollte. Einfach Japanisch. Japaner sind in Wirklichkeit richtig rassistisch und auch so ausländerfeindlich. Denn man findet ja ständig Clubs oder Bars, also Lokale, die dann sagen, Ausländer nicht willkommen, Ausländer kein Zutritt. Das mit dem Clubs oder Bars oder sowas ist einfach ein Einzelfall. Solche Leute gibt es eigentlich tatsächlich auf dieser Welt. Nur wenn man sich so die Interviews anschaut, ist auch dann in manchen Fällen so, dass denen irgendwas passiert ist, durch Touristen zum Beispiel. Aber trotzdem darf man sowas nicht so in dieser Form kommunizieren und das ist einfach illegal. Und aber ja, solche Sachen gehen einfach gerne viral. Ist ja auch verständlich. Ist auch alles andere als gut. Generell will ich sagen, dass Japaner nicht rassistisch sind, sondern xenophobisch. Also sie haben Angst vor dem Fremden. Ganz allgemein Angst vor den Leuten außerhalb ihrer Gruppe, ihrer Community, die ihre ja, Komfortzone gefährden könnten. Historisch gesehen hat ja Japan schon sehr lange in Gruppen gelebt, also in ihrer Community. Und das Individuum hatte nicht so den großen Wert in dieser Gruppe gehabt. Es war einfach wichtig, diese Gruppe beizubehalten und für die Harmonie zu sorgen. Und daher waren auch sehr viele vorsichtig gegenüber Leuten von draußen. Also jemand von einem anderen Dorf, von einer anderen Präfektur oder von einer Nachbargruppe zum Beispiel. Ich weiß, es ist überhaupt kein schöner Gedankengang. Aber so war das Leben im Allgemeinen früher gewesen und in manchen Stellen, manchen Orten ist es eigentlich noch zum Teil heute so, dass sie ihre Gruppe wirklich, wirklich stark schätzen und die anderen nicht. Außerdem gibt es auch in Japan so die Tendenz, etwas Auffälliges zu bestrafen. Also sei es durch Talent, auffälliges Aussehen, auffällige Handlung, Verhalten, was auch immer. Darauf wird dann gerne draufgehämmert und einfach zugedeckelt, als wäre nichts passiert. Weil alle gleich, das ist toll. Diese Tendenz ist auf jeden Fall klar vorhanden. Also wer auffällig ist, könnte die Gruppe, die Harmonie gefährden. Daher bzw. davor haben tatsächlich viele Angst. Nur in den letzten Jahren oder schon ein bisschen länger merkt man, dass auch Japan in der Hinsicht ein bisschen offener wird. Aber da das ja historisch gesehen seit Jahrhunderten so läuft, kann der Wandel auch nicht von einem zum anderen Tag geschehen. Das dauert eben. Aber ich glaube und hoffe, das kommt nach und nach. Einfach Japanisch. Das waren so die ersten Vorurteile, die ich immer wieder höre. Also es gibt noch zahlreiche Vorurteile, von denen ich mal was gehört habe über das Land da hinten. Darüber kann man ja alles erzählen und sowas erzählt man auch gerne, weil wir haben ja nicht das Problem, nur die Leute da hinten sind so seltsam. Das ist, glaube ich, auch so ein bisschen der Grundgedanke, warum man sowas gerne erzählt. Oder weil es einfach nur witzig ist. Aber ich versuche weiterhin sowas aufzuklären. Wenn ihr vielleicht noch weitere komische Sachen über Japan gehört habt, lasst mich das einfach wissen. Schreibt alles bitte in das Kommentarfeld hinein. Also ich glaube, es gibt sicher noch ganz viele Sachen über Japan, was man so hört. Und wenn euch das gefallen hat, kommt auch vielleicht ein weiterer Teil. Hinterlasst gerne einen Daumen hoch und abonniert diesen Kanal, um nichts zu verpassen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Japanisch Vorurteile klären ist ziemlich einfach, oder?